Die Katja hat sich gewünscht, hierher zu kommen, in die Lourdes-Grotte. Und sie sagt, der innere Friede. Also ohne den inneren Frieden ist nichts richtig viel wert. Also wenn einem der innere Friede abgeht, dann kann man eigentlich nicht wirklich erleben. Und es gehen die Dinge an einem vorüber. Das ist zumindest schon buddhistisch. Es ist religiös. Mir geht es um die Personalisierung der Religion oder Spiritualität, Sakralität, Personalisierung. Also eine nicht institutionalisierte und akonfessionelle Religion, Spiritualität kann man lernen und sie ist von Nutzen, sie ist von großem Nutzen. Der innere Friede ist der Katja ganz wichtig. Sie findet ihn hier mit der Maria, mit der Mutter Gottes. Ich stehe der Maria eher fern, bin da vielleicht ein bisschen intellektualisiert. Ich habe die Bibel einigermaßen gelesen, sagen wir mal so ausreichend gelesen für mich. Und ich erinnere mich, dass Jesus wenige Tage vor seiner Kreuzigung, bevor er nach Jerusalem eingezogen ist, zu Hause vorbeigekommen ist, um der Mama Hallo zu sagen. Und die Mama wollte ihn abbringen, davon nach Jerusalem zu gehen. Er hat von seiner Mission gesprochen, wer er nicht sei. Und Maria meinte, Jesus solle ihr doch nicht erzählen, wer er ist. Ne? Sie ist ja seine Mutter, sie kennt ihn doch bestens und das wäre doch alles Unfug. Und ja, sie wollte ihn davon abhalten. Sie hat an ihren Sohn nicht geglaubt. Und die ganze Zeit vom Kindesalter bis zu dieser Begebenheit ist in der Bibel eigentlich auch von der Mutter Gottes, wie man sagt, ja eigentlich gar nichts zu hören. Mir steht die Maria Magdalena nahe, also eine Liebesgefährtin vielleicht sogar, von Jesus. Sie hat ihn unterstützt finanziell, sie hat ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt, einflussreiche Frau. Das ist eine Person, die ich mir auch wünsche, um jetzt nicht eine konfessionelle Sache weiterzugeben und aufzublasen, sondern die personalisierte Religion. Also Religion, etwas, was man immer wiederholt, vertieft, Rituale und gute Rituale, also nicht schlechte Rituale, das heißt immer vom Fernseher glotzen oder am Handy wischen, sondern eben etwas, was aus unserem Alltagsbewusstsein, aus dem dinglichen Bewusstsein ins Überdingliche, ins Übernatürliche hinausführt. Ja. Die meisten glauben ja gar nicht an das Übernatürliche. Es ist ja eigentlich schon das Geistige etwas Übernatürliches. Also wenn ich ein Dreieck zeichne, es gibt nirgendwo in der Welt ein Dreieck. Ja. Vielleicht im Kristall, ja, dass man da ein Dreieck findet, ich bin mir nicht ganz sicher. Darum wurden ja Kristalle früher auch als magische Objekte angesehen. Aber wir brauchen etwas Modernes, oder sagen wir eine postmoderne, nicht konfessionelle, personalisierte, nicht institutionalisierte religiöse oder spirituelle Praxis. Es gibt Leute, die sagen wieder, Religion braucht man gar nicht, sondern vielleicht Spiritualität. Aber in dem Moment, wo wir mit der Spiritualität irgendein Konzept, wie zum Beispiel, dass wir Religion nicht brauchen, ein Konzept entwerfen, ist es schon Religion. Das ist die exakte Definition. Martin, unser Nachbar, hat gefragt, willst du mitkommen in die Lourdes-Grotte? Das ist ein älterer Herr. Nein, mag er gar nicht. Das ist für ihn lächerlich. Ne? Er ist halt ein überzeugter Atheist und der innere Friede ist ihm auch fern. Er zappelt herum, trotz seines Alters. Das sind sentimentale Gefühle, für die kann er überhaupt nichts abgewinnen, das ist Selbstbetrug und solche Sachen. Also die übliche Chose. Und am Abend haben wir dann das Donauinselfest. Ich weiß nicht, 1 oder 2 Millionen Besucher, riesiger Event. Es gibt ganz gute Bühnen. Ich mag ja Hip-Hop ganz gern
Und am Abend, da ganz im Norden, gibt es ganz gute Bühnen, die ich in der Nacht sehr gerne besuche. Na, das mag auch nicht der Martin. Na. Also er mag nur klassische Musik, diese. Das ist ja so mathematische Musik. Das hat er, ich meine, man kann auch nicht alles über den Kamm scheren. Mir ist die sogenannte klassische, also ernsthafte Musik, E-Musik, ne, sehr mathematisch, und eigentlich fängt die vielleicht erst an nach Gustav Mahler. Der Gustav Mahler ist ja nicht anzuhören zum Beispiel. Der hat was Neues versucht, der hat integralisiert, aber auf eine schlechte Weise, denn er hat die ganze. Er hat den Beethoven, den Mozart, den Schubert und alle genommen und zusammengeworfen. Das ist eigentlich nicht integralisieren, sondern ganzheitlich. Ja? Wir werfen nur so zusammen, dass was Besseres herauskommt. Also nicht alle Gewürze in die Suppe, sondern nur so viele wie möglich, dass aber der Geschmack immer besser wird und nicht schlechter. Das ist Integralität im Gegensatz zur Ganzheitlichkeit. Das mag der Martin auch nicht. Ne? Also diese Beats und so. Und ich sage, nein, wir nehmen das spirituell. Ne? Also wenn ich Hip-Hop höre und ich bewege mich zu der Musik und so weiter, dann transzendiere ich. Ne? Aus meinem Ego, ja, mein Ego löst sich auf. Ja? Ich werde mit dem Event und mit der Musik und mit dem Beat, ja, werde ich im klassischen Sinne eins. Ja? Ich öffne mich und ja, vom Dingbewusstsein ins Übernatürliche, ins nicht gegenständliche, ja, und weiter natürlich, wenn man weiß, wie man die Richtung anbahnt und wie man sich kanalisiert, ja, das sind so kleine ganz natürliche logische Sachen, die man dann machen kann, während man da in der Hip-Hop-Szene sich bewegt und nicht meditiert, ne, da hätte man ja ein Medium eigentlich, ne, vielleicht die Musik, ja, sondern unitiert. Ne. Es sind alles Begriffe, es ist alles eigentlich rückständig und verwirrend. Ja. Deshalb haben wir ja die Bücher des Lebens, das ist das Grundlegende, auch für die personalisierte, nicht institutionalisierte und ja. Ah, konfessionelle Spiritualität und Religion, da gibt es dann doch die Grundsätze, die sind universal, die finden wir in den Büchern des Lebens. Also ein bisschen, was habe ich ja da jetzt da schon angedeutet, wieder mal aus dem Stegreif, also nicht irgendwie von einem Teleprompter da herunter, sondern hier live aus der Lourdesgrotte. Und Spiritualität, Religion, Yoga heißt ja eigentlich die Verbindung mit dem Höchsten. Das ist kein Unfug. Da beginnt die Hochkultur, würde ich einmal sagen. Und gerade in einer Zeit, wo es an Hochkultur wirklich mangelt, ja, wo man eigentlich fast nur konsumiert und das sehr oberflächlich, da geht es weniger um die Qualität als um die Quantität. Da braucht man, ja, also ohne diese Hochkultur, ohne diese Religion und Spiritualität gibt es für mich keinen inneren Frieden. Ja. Und es ist dann eigentlich alles von geringerem Wert. Es kann nicht erfahren werden. Es gibt keinen Frieden, es gibt nur Streit. Es gibt nur eine Hin- und Hergerissenheit, und vor allem, es gibt kein Jenseits. Ja. Oder sagen wir nachher. Ne. Es ist keine andere Welt, keine Parallelwelt in dem Sinn, es ist einfach nur nachher, und das Universum ist groß mit vielen Planeten. Ne? Heute habe ich die Katja gefragt, ja, wenn diese Jungfrau hier hätte geweint, ne, weil die Menschen nicht mehr an Gott glauben, habe ich gefragt, na, warum kommt denn Gott nicht einfach her und stellt sich auf vor den Leuten, ja, am besten gleich im Fernsehen und bewirkt ein paar Wunder, damit wäre die Sache erledigt. Und sie meinte, ja, das Universum ist groß, es gibt viele Planeten, unzählige Planeten, ja, und er war ja eh schon mal da, ne? Ja, entweder in Form von Jesus, ja, oder in Form von Krishna, ja, oder ja, in Form von uns allen eigentlich, ne? Ja, wir sind jetzt nicht Gott, aber eine Zelle davon, und das ist schon ein Mysterium, und dem können wir nachgehen. Der innere Friede ist auch mir sehr viel wert. Wenn mir der abhanden kommt, und das tut er öfters, weil ich auch sehr produktiv bin als Schriftsteller und als Kulturmanager, dann
dann geht es mir nicht gut. Dann geht es mir so wie dem Martin, unserem Nachbarn. Ja. Gott sei Dank kann ich dann in die Trickkiste greifen, ja, nach den spirituellen Tools und bin im Nu, aber wirklich in Minutenschnelle, bin ich dann wieder dort, wo ich mich eigentlich haben möchte. Und das ist eine Sache, die die Katja auch beherrscht und meine Maria Magdalena. Und auch wenn die Maria nicht meine Sache ist, komme ich hier ganz gern her. Also ich wünsche euch, dass ihr da auch vielleicht ja, den materialistischen Sockel nehmt und ja, dahin kommt, wo man eigentlich als Mensch dann richtig, also nicht als Ameise, ja, sondern als Mensch erfolgreich wird.